Hey Leute, was geht ab, wo ich und willkommen hier zur ersten Folge meiner neuen FIFA 19 Trainerkarriere. Und wir starten rein mit der Eintracht aus Frankfurt. Geil, einfach geil! Die Abstimmung war knapp. Frankfurt und Ajax haben sich immer abgewechselt vom ersten und zweiten Platz. Eine Stunde habe ich die Abstimmung beobachtet und dann habe ich festgestellt, dass ich leider mit der Abstimmung einen kleinen Fehler gemacht habe, weil ihr konntet mehrmals abstimmen und dann hatte jemand von euch einen kleinen Spaß erlaubt und die ganze Zeit auf Dortmund gedrückt und dann war Dortmund erster. Wir starten mit Frankfurt, Leute, die Trainerkarriere. Ich habe mega Bock, Frankfurt ein überragendes Jahr gespielt und ja, ich habe mir eine Finanzspritze geholt, locker flockig. Ich hoffe, ihr habt mega Lust auf die Karriere. Ich habe auf jeden Fall mega Bock und wenn ihr es genauso seht, lasst ein Däumchen da. Und ja, Trainerkarriere müssten wir uns überlegen, wann die immer kommen soll. Ich denke mal so um 17 Uhr, nicht täglich, alle paar Tage mal eine Folge von der Trainerkarriere. Ich werde nicht alles alleine spielen, sondern ich werde auch simulieren. Ich kann euch nochmal ganz kurz zeigen, ich habe eingestellt ultimativ, weil wenn ich spiele, möchte ich halt wirklich eine Herausforderung haben. Und ultimativ, das wird schon heftig, Leute, das wird schon heftig. 5 Minuten Halbzeitlänge, das zum ihr könnt direkt mal unten reinschreiben in die Kommentare, welche Spieler wir uns alles holen können. 70 Millionen habe ich zur Verfügung. Ich habe auch schon ein Angebot für Gacinovic bekommen. Bin ich aber jetzt nicht dafür, dass wir den verkaufen. 10 Millionen von AC Mailand das Angebot ist gekommen. Wir können aber direkt mal ein paar Spieler verkaufen. Ich habe schon Ewigkeiten nicht FIFA gespielt. Deswegen muss ich erstmal schauen, wie man das hier alles nochmal macht. Teamzentrale. Und dann kann ich hier die Spieler raufstellen. Alles klar. Da Costa wird definitiv bleiben. Formation kümmern wir uns auch gleich drum. Aber die Formation, die aktuell eingestellt ist, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Hier Hygota könnte man eigentlich. Ja komm, den kann ich auf die Transferliste setzen. Ich habe genügend Stürmer. Ich habe Rebic, Paciencia, Sebastian Haller, Luka Jovic habe ich. Also Stürmer habe ich da kein Problem. Stendera brauche ich eigentlich. Aber ist 22 Jahre jung noch. De Guzman bleibt auch da. Obwohl der eigentlich schon 30 ist, werde ich aber ihn trotzdem mal behalten. Toro ist auch 23. Eigentlich möchte ich gar keinen verkaufen. Fallett, Hinteregger, Abraham. Wir könnten uns halt nur mit den Millionen, die ich habe. Ja, einen Keeper kann ich noch abgeben, Leute, hier. Renault können wir abgeben. Trapp wird sich eh nicht. Kann ich den gar nicht abgeben hier? Spieler freigeben, Vertragsverhandlung. Was ist mit dem hier? Hallo. Wieso kann ich den jetzt hier in Angebote blocken? Nee, ich möchte ihn draufstellen. Spieler freigeben. Nee. Hä, wieso kann ich denn den nicht aufstellen? Das weiß ich schon wieder nicht. Zimmermann? Den kann ich aufstellen. Okay, dann verkauf mal Zimmermann. Und hier kann ich auch nur Angebote blocken. Keine Ahnung, wieso die. Vertrag läuft in 12 Monaten aus im Verein seit 2018. Das hätte man dann erstmal geklärt. Die Formation, die jetzt aktuell eingestellt ist hier. So mit Jovic, Paciencia, Rebic finde ich eigentlich ganz nice, so mit der 3-5-2-Formation, deswegen lasse ich das so. Ich hoffe, dass ich damit gut klarkomme. Ich habe noch einen Sebastian Haller, den ich... Ja, ich lasse mal Haller erst spielen, also Jovic, Haller und Rebic. Paciencia noch auf der Auswechselbank. Und dann habe ich ja hier auch noch genügend Team. Schändler könnte man durchaus verkaufen, Willems möchte ich aber eigentlich hier drauf haben, deswegen machen wir das so. Genau, so lassen wir das. Ja, komm. So lassen wir das erstmal. Und ja, zack, speichern wir das Ganze ab. Ihr schreibt mir unten rein, welche Spieler wir uns holen können, weil wir haben ja noch genügend Zeit. Weil das erste Spiel findet erst am... Ja, okay, eigentlich... Oh, das gegen Bayern. Supercup. Supercup gegen die Bayern, direkt das erste Spiel. Eigentlich müssten wir das heute schon machen, Leute. Wir müssten eigentlich soweit vorsimulieren, aber... Ich brauche aber einen Spieler, würde ich mir dann noch schon gerne holen heute. Natürlich ist es jetzt etwas schwierig,
so alleine zu bestimmen, weil ich möchte euch gerne immer mit in die Karrierefolgen mit einbauen, sage ich mal, also dass ihr mit abstimmen könnt, wie wir das machen und welche Spieler wir uns holen und so weiter. Aber heute in der ersten Folge bin ich alleine ausgesetzt quasi. Und ich würde sagen, vorne und im Mittelfeld haben wir eigentlich jetzt nicht so viele Probleme. Da könnten wir uns echt schon einen richtig geilen Spieler holen. Aber in der Innenverteidigung, da ist noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Und deswegen würde ich sagen, Niklas Stark, der wird auch in echt von Top-Clubs behandelt. Wieso kann ich denn jetzt hier kein Angebot machen für Scouting vormerken? Krause Scouting-Auftrag, okay. Man braucht erst verlängerte... Okay. Also Niklas Stark ist mir sofort in den siebten Sinn gekommen und 200 EQ Move Alexander Arnold. Trend Alexander Arnold. Arnold, okay, dann muss ich Trend eingeben. Trend! Trend. Da ist er doch, 19 Jahre alt. Entweder spielen wir den als rechter Mittelfeldspieler dann oder wir stellen halt früher oder später zur Viererkette um. Aber Trent Alexander-Arnold ist schon ein sehr, sehr guter. So, mal gucken, wie das jetzt hier Ganze funktioniert. Wie lange ich da warten muss, bis ich ein Angebot abgeben kann. Also, wo ich Karrieremodus gespielt habe, FIFA 18, FIFA 17, war das noch ein bisschen, glaube ich, anders. Okay, guck mal. Ich habe den nicht mal raufgestellt, hier den Timothy Chandler. Habe aber trotzdem ein Angebot bekommen vom FC Porto. Und da muss ich sagen, hier erstmal ablehnen für Gacinovic und Chandler, den könnte man rein theoretisch abgeben, meiner Meinung nach. Weil wenn ich mir einen neuen Verteidiger hole, kann ich Chandler auch ruhig abgeben. Da bin ich. Oder hängt das gute Jovic-Trikot an der Wand? Sehr, sehr geil. So, kann ich das jetzt hier überspringen? Neue Transfersumme vorschlagen, genau. Ich würde schon, sagen wir mal 9,5, komm. Wir sind nicht komplett abgehoben, 9,5 geht ja klar, ne? 1,5 Millionen, ein bisschen mehr. Gucken, was sie so sagen hier. Das ist unser letztes Angebot, tut mir leid. 7,9. Komm, ja, komm Leute, wir akzeptieren. Dann ist er jetzt weg, weil wir suchen ja eh jetzt einen neuen Verteidiger, deswegen passt das, komm. Timothy Chandler, tschüssi. Wilkowski. Training muss ich auf jeden Fall auch noch einstellen. Habe ich ja jetzt komplett vergessen. Es ist sehr, sehr wichtig, das Training einzustellen, sodass man seine Spieler trainiert. Ja, hier. Luka Jovic, Leute. Luka Jovic, 20 Jahre jung. Und jetzt schon eine 82er Bewertung. Bald 83. Also, das bringt es auf jeden Fall. Hier nicht so. Gacinovic könnten wir trainieren. Wen haben wir noch? Endicker. Ja, so viele mit dem Pfeil nach oben haben wir eigentlich gar nicht. Dann drehen wir noch Paciencia. Nehmen wir mal hier Angriffsszenario, zack, zack. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch hier einen Gacinovic mit. Der trainiert ein bisschen Passspiel. Bam, bam. Und jetzt am besten noch zwei Verteidiger, dass es so ein bisschen ausgeglichen ist. Endicker ist 18 Jahre, Alter, das ist heftig. Nehmen wir mal, verteidige das Minitor. Und dann einen Keeper haben wir. Ja, Renault ist 25 Jahre. Oder wir nehmen hier nochmal, ja, wenn Chandler weg ist. Huiuiuiuiuiuiui. Ich weiß nicht, wen soll ich nehmen? Ich nehme, komm, dann nehmen wir nochmal einen Stendera halt, ne? Zack. So, hier bin ich richtig. Also, holen wir uns, also ich bin eher für Niklas Stark, weil Rechtsaußenverteidiger, klar, wir verkaufen, oh, wir haben Chandler verkauft, aber wir haben halt Danny da Costa. Ein Touré hätten wir auch noch als Reserve und ein Innenverteidiger, Niklas Stark kann auch im Mittelfeld spielen, deswegen schlagen wir erstmal Hertha BSC jetzt hier den Kauf vor. So, sitzt Paul Dardai da? Ne, sitzt er nicht. Preetz müsste da eigentlich sitzen, aber ist auch nicht da. Das, wie heftig wäre das, ne, wenn jetzt da die offiziellen Manager und Trainer da sitzen? Das wäre echt geil, Mann. Was sagen Sie? Transfersumme anbieten, ja. Ich möchte den Hertanern möchte ich, der ist 14,5 wert. Dann bieten wir erstmal 13. Wir fangen harmlos an. Ich würde auch noch bis 16, 17 hochgehen. So vom Ding her. Gucken, was Sie sagen. Aber mit 22,5 könnten wir durchaus leben. Okay. Hm.
22,5 würde ich sagen, akzeptieren wir. Komm, 22,5, dann haben wir jetzt Niklas Stark gekauft, unser erster neuer Spieler. Zack, sehr schön. Dann ist eigentlich Arnold, oder sollen wir uns auch noch Arnold anschauen lassen, oder... Es reicht, nee Leute, ich sag erstmal, es reicht erstmal ein Spieler und ich bin gespannt, was ihr unten reinschreibt in die Kommentare, weil Stürmer brauchen wir eigentlich keinen. Wir haben Rebic, Jovic, Haller. Mittelfeld könnte man vielleicht nochmal einen für Fernandes oder Rode holen. Innenverteidiger habe ich jetzt noch einen Niklas Stark dazu bekommen. Da will, also ich werde einen Hinteregger, Hasebe und Niklas Stark spielen. Abraham wird dann erstmal auf die Bank kommen. Oh shit, Leute, da ist es, da ist unser erstes Spiel gegen den FC Bayern München im Supercup. Das erste Spiel nach sehr, sehr langer Zeit für mich in FIFA 19 und direkt so ein, ja, wichtiges Spiel. Klar, ich nehme jetzt den Kapitän runter für Niklas Stark, aber mache ich trotzdem, Leute, das macht einfach Sinn, Niklas Stark spielen zu lassen für Abraham. Hinteregger, Hasebe ist auch ein guter Kapitän. So ist es ja nicht, ne? Da Costa, ja, so lasse ich das alles, so werde ich reingehen ins Spiel gegen die Bayern, Leute. Wünscht mir Glück. Und natürlich gibt es auch, wenn ich ein Torchen mache, weil wir spielen ja zu Hause, die Tormusik, ne, von der Eintracht, ganz klar. Also eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder halte ich mich irgendwie wacker dagegen, weil ich habe die schwierigste Einstellung eingestellt, ultimativ. Oder wir kriegen richtig auf den Sack. Aber diesen Pokal, den würde ich schon jetzt hier direkt in der ersten Folge in die Luft halten, ne? Und halt den, ja, gewinnen. Also den Supercup. Hier, Spielerdebüt, Niklas Stark, erstes Spiel direkt für uns. Let's go. Gehen mal rein ins Spiel hier. Fight! Ribéry, Junge. Da vernascht er uns mit dem Hackentrick. Aber so einfach nicht gegen Da Costa. Let's go, Mann. Schön. Schön. Kostic, lauf dich da oben frei, Mann. Oder unten. Nein, unten rechts war auch frei. Und jetzt Abfahrt. Abfahrt nach vorne, Luka Jovic. Schöner Pass, kein Abseits. Haller, Sebastian, Haller an den Pfosten. Oh, und verletzt. Er liegt verletzt da. Er liegt verletzt da. Ich glaub's nicht. Och man, hätte er sich wenigstens belohnt mit dem Tor. Ey. Das gibt's nicht. Jetzt muss er verletzt runter. Ja. Es wird Zeit für Paciencia. Schöner Ball auf Kostic. Ich glaub's nicht. Die zweite 100, ja, 100%ige jetzt nicht, aber die zweite sehr, sehr gute Chance. Schöner Ball auf Rebic. Rebic auf Kostic. Und wir kriegen eine Ecke. Wir kriegen eine Ecke, Leute. Wir machen so Druck. Franck Ribéry. Das geht viel zu einfach, wie er da durchgeht. Och man, ey. Wir hätten hier schon führen können. Schaut euch das an. Die Grätsche kommt viel zu früh und dann, Alter, dann haut er den auch rein, ne? Geführt mit 200 km/h. Es zählt kein Abseits. Luka Jovic.
Wie geil ist das denn, bitteschön, Mann? Ich hätte echt gedacht, dass es abseits ist. Weil zuerst stand er noch immer noch oben 0. Martinez runter, Thiago kommt rein. Also die Bayern reagieren auch darauf. Endlich, Mann. Verdientes 1:1 hier. Ja, Mann! 2:1! Kostic, Junge! Kostic! Vorlage von Paciencia. Hätte er sich da nicht gegen Boateng durchgesetzt, hätte er etwas vergessen. Da! Genau diese Situation. Zack, in die Mitte. Und Kostic! Boom, Junge! Geil! Jovic, Kostic! Die Itches rasieren, ja? Ja, jetzt machen die Bayern gut Druck hier. Die schon die zweite Ecke hintereinander. Robben. Thiago. Schöne Rettungstat. Ah, raus damit. Schön, und jetzt kontern, komm. Jetzt müssen wir schnell nach vorne spielen. Vielleicht machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Ante Rebic, gib Gas, Junge. Und in der Mitte, genau da, genau da. Ah, ah, Luka Jovic. Was, er macht ihn nicht und Thomas Müller kommt rein. Holy shit. Also wenn wir es jetzt klug ausspielen, dann ist es gewesen, Leute. Dann ist es gewesen und dann gewinnen wir in der ersten Folge. Da Costa. Oh nein, ich wollte nicht da einspielen. Ich wollte eins. Ich wollte auf die 8 spielen. Ich wollte auf Luka Jovic spielen. Und jetzt müssen wir nochmal aufpassen. 2 Minuten sind noch. 3 Minuten Nachspielzeit. Also wenn wir gewinnen, wenn wir den Supercup hier direkt in der ersten Folge gewinnen, also einen besseren Start in einen Karrieremodus, kann man sich doch nicht ausmalen, ja? 93. Minute, die letzte Chance von den Bayern und Hasebe, hau raus das Ding. Hau raus das Ding, wir gewinnen. Wir gewinnen den Supercup. Boom! Wie geil ist das denn, bitteschön? Die Bayern haben sogar geführt und wir drehen die Partie. Jovic, Kostic. So können wir weitermachen, Leute. Jetzt möchte ich hier noch die geile Pokalübergabe sehen. Das ist immer sehr, sehr cool gemacht in FIFA. Hasebe als Kapitän, als El Capitano hier als letztes. Und er hebt als erstes den schönen Pokal jetzt hoch. Let's go, Mann. Sehr, sehr geil. Also sieht echt cool aus. Supercup. Heb hoch das Ding. Heb hoch das Moped hier. Let's go. Jawohl, Mann. Geil, Mann. Erster Titel ist da, Leute. Der erste Titel ist am Start. Weiter geht's. Wir gehen nochmal ganz kurz rein ins Hauptmenü. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo, da die nächste Folge wird definitiv in den nächsten Tagen kommen. Und natürlich denkt dran, um 20 Uhr gibt es die neue Folge von FIFA 19 Mobile. Spieler hat sich verletzt, wird 7 Monate Kreuzbandriss. Haut rein.